Wir haben ja die gesamte Spenderliste aus der Südtiroler Volkspartei erhalten. Wir werden diese Liste heute in diesem versiegelten Umschlag dem Präsidenten des Untersuchungsausschusses übergeben, weil es geht einfach darum zu klären, ob es für diese Spenden Gegenleistungen gegeben hat. Wir haben beispielsweise schon festgestellt, dass Skigebiete für Landeshauptmann Arno Kompatscher gespendet haben, obwohl dieser behauptet, dass er gar keine Spenden gesammelt oder bekommen hat. Und da stellen wir uns schon die Frage, wie kann es sein, dass ein Skigebiet an einen Landeshauptmann Gelder einfach spendet und dann kurze Zeit später sogar einen Landesbeitrag erhält. Ich glaube, da braucht man kein Sherlock Holmes für sein, um hier den Verdacht zu haben, dass es hier eine Gegenleistung gegeben hat. Und deswegen möchten wir, dass hier der Südtiroler Landtag, hier der Untersuchungsausschuss, jene Personen, die im Verdacht stehen, dass sie eine Gegenleistung für diese Spende bekommen haben, hier angehört werden, weil das sind Dinge, die einfach aufgeklärt werden müssen. Denn hier geht es auch um die Verwendung von Steuergeldern. Hier steht auch der Verdacht im Raum, dass es über Umwege zu einer Finanzierung durch Steuergelder gekommen ist, und das sind Dinge, die wir einfach aufklären müssen. Das ist die Aufgabe der Opposition, und das werden wir hier im Landtag tun.